Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und Episode-Part von Harvestmoon 64. Ja, ich begrüße euch herzlich hier zu dieser weiteren Folge. Heute mal möchte ich mal ein etwas anderes Thema ansprechen, nicht das Thema, was ich gestern angesprochen habe. War es mir zwar auch ein bisschen wichtig, darüber zu reden, und es war mir auch wichtig, oder teilweise ist mir noch wichtig, eure Meinung davon zu hören. Und ja, ich begrüße euch erstmal herzlich. So, das Ganze drumherum hat mich so oder so ein bisschen anders und irre gebracht. Deswegen werde ich jetzt meine Strategie bei dem Hochladen ein bisschen anders setzen, als wie ich es sonst immer mache. Und das wird also jetzt ein bisschen anders ablaufen. Bei dem einen wird es wahrscheinlich eher laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Ganze setze, aber ich denke mal, dadurch werden dann auch die neuen Projekte nicht gefährdet, dass so die Zeit abläuft. Denn ich habe ja, wie gesagt, auch nicht Unmengen an Zeit. Der Tag hat nur 24 Stunden. Also gibt mir die Chance, die 24 Stunden zu nutzen. Okay. Wäre das schon mal abgesehen. So. Ich glaube, die Kuh haben wir schon gefüttert gehabt. Trotzdem werde ich nochmal nachschauen. Ich wollte eh nochmal gucken. Wegen der... Jetzt habe ich die Glocke vergessen mitzunehmen. Ich bin doch... Ich wollte nämlich mal gucken, was mit der Glocke sich auf sich hat. Vielleicht kann man damit auch das mit der Milch vereinfachen, die zu verkaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo muss das ja gut sein. Ist ja nicht so, dass man nur Milch hat, damit man es trinken kann, also ehrlich. So. Die eine hat schon Angst, dass ich sie mit der Hacke irgendwie ersetze. Hallo. Guck mal, sie kommen. Wie nice ist das denn? Sie kommen sogar beide. Das finde ich mal nice. Ah ja, gestreichelt hatte ich sie noch nicht. Das war jetzt nicht verkehrt. Brave Kühe. Weiter so. So. Viel kann man in diesem Winter, denke ich mal, wieder nicht machen. Wir sind auf jeden Fall wieder beim Ende des Jahres fast. Ja, guckt mal ja auf dem Kanal. Auf dem Kanal. Genau. Auf dem Kalender. So. Wir haben schon den 10. Wintertag, morgen ist der 11. Das ist nicht mehr lange, bis zum 30. Wintertag ist es nicht mehr lange hin. Es sind nur noch ein paar Tage und ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden. Ja, zwei, drei, ja, mal sehen. Nach der Ausrechnung, was ich eigentlich hatte, wäre es anders gewesen, aber ich hatte ja auch mal ein paar Tage ein bisschen weniger Aufwand. So, meine lieben Kühe, es wird Zeit fürs Essen. Guck mal, die gucken schon, die haben schon Hunger. Die wissen schon Bescheid. So. Lynn und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Rose. Ja, ich vergesse den eigenen Namen, den ich die Kuh gegeben habe. Auch noch bin ich denn heute... Ja, nee, ich wollte eigentlich nicht mal... Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob ich überhaupt Wasser ernten kann. Ernten. Ja, könnte ich. Aber was bringt mir das? Gar nichts. Ich kann überhaupt nichts hier machen. Ich kann den Schnee nicht wegmachen. Sie hätten das echt ein bisschen anders machen können. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Spiel vor oder nach der PlayStation-Version rauskam. Das kann ich leider nicht sagen. Was ist auf den Mountain? Heute oder morgen vielleicht? Wollen wir mal schauen, ob da überhaupt irgendwas ist. Wäre mal schön. Vielleicht mal irgendwie so eine Art Weihnachtsmarkt. Hey. Hoffentlich habe ich jetzt nicht die Ideen geklaut. ja, genau. Aber hey, das ist schön, die Winterlandschaft hier zu sehen. Aber bei der Winterlandschaft lässt sich es als Bauernbetreiber auch nicht viel setzen. Was könnte denn hier passieren? Oder was passiert hier? Oder passiert hier überhaupt irgendwas? Was ist mit dem Haus hier? Was hat das mit dem Haus zu tun vielleicht? Überhaupt nichts Neues. Sieht alles noch wie vor einem Jahr aus hier in Harvest Moon. Toll! Aber okay, ja, Harvest Moon ist halt kein Animal Crossing. Warum sollte es auch anders sein? Obwohl ich ja damals mal diesen Let's Play von Animal Crossing versucht habe zu machen. Ich habe aus einem wichtigen Grund... Hatten wir den nicht kaputt gemacht? Okay. Ja, nur wo ich jetzt gerade darauf hin spreche.
Ich hatte ja damals das Animal Crossing abgebrochen. Ich hatte davon nämlich eine englische Version gesucht und hatte sie auch gefunden. Denn es war nämlich einer so frei und hat das auf Englisch gesetzt. Animal Forest. Das Problem war, dass die Bewohner nicht Englisch sprechen. Okay, das ist jetzt nicht das große Ding. Sondern Tom Nook bei der Mission, wo ich stehen geblieben bin, Japanisch spricht. Und ich keine Ahnung habe, was ich tun soll, denn alles, was ich getan habe, hat nichts gebracht. Ich fand das ja schon ganz gar nicht so verkehrt, es mal ein bisschen spielen zu können. Aber hey, meine Güte, so ein paar Leute, das sind drei Parts, die ich glaube ich gemacht habe. Danach ging es schon bergab. Also, jetzt ernsthaft. Ich denke mal, das Ganze war ein bisschen anders. Ja, das war jetzt auch eigentlich anders gemeint. Zu Animal Forest. Würde ich auch gerne weiter Let's Playen, wenn ich einen Weg finden würde, wie man weiterkommt. Doch das würde ich wahrscheinlich eher lieber mal privat ausprobieren, bevor ich mich anschließend einem Let's Play zum Deppen mache. Das soll ja auch nicht unbedingt passieren. Und ich spreche irgendwie wie ein Roboter manchmal. Ja, das ist so. So muss man reden wie ein Roboter. Wenn man es überhaupt drauf hat. Ja. Die Motivation fehlt wahrscheinlich noch gerade. Ja gut, jetzt haben wir die Glocke und die Angel brauchen wir eigentlich nicht. Wer will auch mit einer Angel irgendwo im Winter irgendwo sitzen? Also jetzt mal ernsthaft, wo sind die Fische denn hier? Ich würde ja ausprobieren, ob ich hier überhaupt in diesem komischen See da irgendwas machen kann, den ich hier bei mir habe. Wo ich immer das Wasser rausfilter. Hallo, mein... Wieso macht er das jedes Mal auf das Erste? Nimm doch mal was raus, Junge, Mann! Ah, was ist denn hier? Ja, Entschuldigung, ich wollte das nicht wegwerfen. Was ich auch komisch finde, das Zeug verschwindet einfach. Es ist weg. Einfach weg. Sagt einfach, ich will nicht mehr. Du hast mich runtergeschmissen. Ich will aus dem Spiel flüchten. Und das ist die einzige Möglichkeit zu flüchten, indem man verschwindet. Ja. Wer braucht auch sowas schon? Wer möchte auch sowas schon? Heute könnte das mit diesem Mountain sein. Vielleicht. Aber welchen Berg sollten sie sonst meinen? Irgendwas mit Mountain stand da. Der einzige Berg, der hier ist, ist der Berg, wo wir die Brücke angebaut hatten. Ja, ganz ehrlich. Einen anderen Berg gibt es hier gar nicht. Es sei denn, sie machen hier ein Minenfest. Das habe ich mir... Das habe ich mir gar nicht überlegt. Vielleicht ist die Mine irgendwie gedacht für irgendein Fest. Ja, aber Moment. Welcher Fest? Von welchem Fest rede ich denn jetzt dann? Hier ist doch gar nichts los, Mann. Was labern die für ein Mist? Die machen mich ganz irre. Wenn es doch einfach wäre, hier eine deutsche Version von zu finden. Ha, ha, ha. Ich habe nur die englische. Es gibt keine deutsche. Weil es nicht in Europa anscheinend rausgekommen ist. Deswegen musste ich alle Wege und Sätze setzen, dass ich dieses Spiel da endlich bekomme. Ist echt so. Es war auch nicht einfach. Auch nicht einfach, Animal Forest zu bekommen. Auch nicht die englische Version zu bekommen. Denn Animal Forest habe ich schon eine ganze Weile bei mir. Und mal ganz abgesehen davon, dass dieses Spiel eigentlich japanisch ist, haben sie die englische Version ziemlich gut hingekriegt. Es ist schon der 14. Boah, 14. Ja. Vielleicht ist ja heute was an den Sonntag. Ja, schauen wir nochmal. Jetzt hat er es richtig gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum er die ganze Zeit die Tasche mit sich trägt. Immer trägt der Spieler eine Tasche mit sich. Ja gut, das sähe ja auch ein bisschen komisch aus, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Tasche und die Tasche ist nicht zu sehen. Das wäre null. Null möglich. Es sei denn, der hat die größte Hosentasche der Welt. Aber den will ich mal sehen, der die größte Hosentasche hat, in der man sogar noch, ja, was haben wir alles in der Tasche drin überhaupt? Axt. Eine Sense, wir haben einen Hammer, ja. So eine Tasche möchte ich mal sehen, aber gut, der Rucksack, der scheint ja wohl genug Platz zu haben.
Jetzt mal ernsthaft. Was meinten die mit dem Berg? Was soll der Berg jetzt hier zeigen? Ein Haufen Schnee und nichts, mit dem man überhaupt irgendwie arbeiten kann. Meine Herren, meine Herren. Ach komm, machen wir noch mal ein erfrischendes Bad in der heißen Quelle. Mhm. Interessant. Ich kann mich noch dran erinnern, als wir da oben noch gepflückt haben und alles, aber ja, okay. Guck mal, der Stein ist wieder da, ja. Nein, du sollst nicht pfeifen. Ach, der kann die Kamera ja gar nicht drehen, aber hier müsste doch... Nee, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich jetzt auch nur verguckt, dass da vielleicht der Stein ist. Ja, und wie es aussieht, sind wir auch wieder beim Ende angelangt. Joach, ist teilweise schade, ja. Ist immer so, ich mache das halt ein bisschen kürzer, einfach aus einem bestimmten Grund, weil es nicht so einfach ist, die ganzen Dinger noch zeitlich zu rendern. Und ich wirklich nicht die ganze Nacht damit verbringen möchte, die Dinger zu rendern, wenn ich am, ja, zum frühen Morgen am besten immer wach sein möchte. Ja, auch damit habe ich manchmal meine kleinen Schwierigkeiten, es immer hinzukriegen, wie ich es quasi zurzeit mache. Und trotzdem schaffe ich es irgendwie, aber ich meine, 24 Stunden am Tag kann kein Mensch wach bleiben. Und wenn es danach gehen würde, müsste ich wirklich einen 24-Stunden-Betrieb setzen. Und das ist wohl unmachbar. Aber ich denke mal, ich sollte nicht unbedingt jedes Mal auf Meinungen der User achten, sondern ich sollte auch mal daran denken, was das Beste für mich ist. Und wenn die User damit einverstanden sind, ich denke mal, die Abonnenten, die einen abonnieren, werden oder sollten am besten Verständnis zeigen. Denn, meine Güte, wir sind alle Menschen, wir müssen alle mal irgendwann mal ein Schläfchen nehmen. Wir haben alle möglichen Sachen am Nachmittag oft zu tun. Ja? Am frühen Morgen sollte man sich immer ganz frisch und gepflegt setzen. Ich bin zum Beispiel der Art Typ, der am Morgen halt erstmal unter die Dusche stellt und danach den Tag nimmt, was ich machen kann täglich. Zwischendurch schaue ich halt auch nochmal eure Kommentare nach, sobald es zeitlich passt. Und gegen Abend setze ich meine Let's Plays an, wo ich quasi schon mitten in der Nacht durchsetze und dann habe ich ein paar Stunden Schläfchen. Ja. Aber es ist halt so, dass ich es nicht immer schaffe eigentlich. Also ich bin selbst verwundert, dass ich es in den Jahren, die ich das jetzt mache, geschafft habe. Und guck mal, der schläft schon ein, wenn ich darüber rede. Guck mal, wie faul der ist. Der will schon gar nicht mehr zuhören. Ja, ich bedanke mich und freue mich auf eure Kommentare. Lasst doch mal ein Feedback da. Ich freue mich auf jeden Fall für einen Daumen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.